Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Wissen. Heute 5 Dinge, die du nicht über Martin Garrix wusstest. Aktuell ist er der Shootingstar der EDM-Szene schlechthin. Jung, hübsch, erfolgreich und unfassbar talentiert. Während jedes Magazin, jedes Portal und jeder Blog täglich die neuesten Nachrichten über den 19-jährigen Ausnahmekünstler aus den Niederlanden berichtet, wollen wir heute einen Schritt weitermachen und zeigen euch 5 Dinge über Martin Garrix, die ihr nicht wusstet. Punkt 1. Martin Garrix Ex-Freundin ist Model. Im jungen Alter von 17 Jahren, kurz vor seinem internationalen Durchbruch mit Animals, ging Martison Garrixon mit Künstlerin und Model Linson Sportison aus. Im Internet ist sie unter dem Namen Lim Spur bekannt und fertigt unter anderem Bleistiftzeichnungen von bekannten EDM-Stars wie Hardwell, Avicii und Calvin Harris an. 7 Monate lang hatten die beiden eine Affäre. Ob sie zugunsten von Martins Karriere gehen musste, bleibt wohl sein Geheimnis. Punkt 2. Martin Garrix hat Avicii's Waiting for Love produziert. Somit hat er eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er nicht nur in der EDM-Szene erfolgreich sein kann, sondern auch im weltweiten Mainstream überzeugen kann. Wir hoffen im Rahmen seines kommenden Albums mehr solcher Produktionen hören zu können. Punkt 3. Die Idee für Tremor kam aus einer Sprachnotiz. Manchmal beginnen die größten Dinge ganz klein. So war es wohl auch mit dem Hit Tremor von Martin Garrix. Zusammen mit dem belgischen DJ und Produzentenduo Dimitri Vegas und Like Mike, der 2014 und 2015 wohl ohne Frage einer der meistgespielten Titel auf allen Festivals war. Im Interview mit einem niederländischen Radiomoderator Wessels van Dijpen verriet Martin, dass ihm die Idee für den Track irgendwo an einem Flughafen kam und er sie per Sprachnotiz festhielt und darauf alles aufbaute. Punkt 4. Usher wollte unbedingt mit Martin Garrix zusammenarbeiten. Man kann sich kaum eine größere Ehre für einen jungen Produzenten vorstellen, der erst anderthalb Jahre im Geschäft ist, als mit dem Superstars der weltweiten Musikbranche zusammenzuarbeiten. Wenn man dann aber noch derjenige ist, der angefragt wird, ist der Stolz absolut berechtigt. So geschehen beim Titel Don't Look Down von Martin Garrix zusammen mit Usher. Martin hatte eine Instrumentalversion arrangiert und diese seinem Management höchstpersönlich vorgelegt. Wenige Stunden später meldete sich Usher höchstpersönlich per FaceTime zurück und wollte den Song zu diesem Track singen. Einfach nur wow. Punkt 5. Garrix produzierte Animals bereits mit 15 Jahren. Oder er fing zumindest in diesem Alter an dem Projekt zu arbeiten. Im Interview mit dem renommierten Musikmagazin Future Music gewährt Garrixon Einblicke in die Projektdatei aus dem Jahre 2010, in der er die Melodie des späteren Beatport-Hits Animals glasklar zu erkennen ist. Zu dem Zeitpunkt war der im Mai 1996 geborene DJ gerade erst mal 15 Jahre jung. Von dem Zeitpunkt an hat sich bis zur Veröffentlichung im Jahre 2013 noch einige Male das Sounddesign geändert. Die Idee aus dem Jahre 2010 blieb jedoch bestehen. So, und das war's schon wieder mit dieser Folge von Einfach Wissen. Falls euch die Folge gefallen hat, teilt sie mit euren Freunden, gebt mir einen Daumen nach hoch und hinterlasst einen Kommentar. Falls sie euch nicht gefallen hat, Daumen runter und einen kritischen Kommentar mit Verbesserungsvorschlägen. Ansonsten unten meine Instagram und meine Facebook-Seite. Abonniert mich dort und ansonsten links geht's zum nächsten Video und rechts könnt ihr mich abonnieren. Viel Spaß. Ciao.